Konnichiwa, meine Lieben, mit Attacker 17 und Nils, und herzlich willkommen zu diesem etwas spezielleren Video, denn heute soll es um einen ganz besonderen Titel gehen, nämlich Green Garden, eine vierbändige deutsche Reihe von der Mangaka Susan Josh-Kun, die bei Altraverse erschienen ist. Und die Reihe ist eigentlich schon im Mai oder Juni abgeschlossen worden, aber ihr habt bestimmt bemerkt, es ist halt keine Review dazu gekommen. Das liegt nämlich daran, weil ich das Ende schlicht und einfach nicht verstanden habe. Und ich war da auch nicht der Einzige, so ziemlich jeder, den ich kenne und Green Garden gelesen hat, hat das Ende überhaupt nicht verstanden. Einige fanden es sogar so enttäuschend, dass sie die Reihe sogar aussortiert haben, was ich ziemlich schade fand. Aber ich wollte die Reihe natürlich nicht so einfach stehen lassen, weshalb ich erstmal die Reihe rereaden wollte und dann mir erst Gedanken machen wollte, was es mit dem Ende auf sich haben könnte, bevor ich es reviewe. Richtig gereadet habe ich es jetzt eigentlich gar nicht, weil mir dazu die Zeit und das Lesematerial gefehlt hat. Deswegen habe ich einfach nur in die einzelnen Bände nochmal reingeguckt, habe mir sehr krass viele Gedanken dazu gemacht und bin jetzt endlich zu einem Interpretationsansatz gekommen, nämlich, dass Green Garden in einer Traumwelt spielt. Inwiefern ich das jetzt meine und wie ich diese Interpretation argumentiere, werde ich nun gleich erklären. Aber jetzt muss ich erstmal eine kleine Warnung raushauen. Und zwar, wenn ihr Green Garden nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr das Video auf gar keinen Fall gucken, denn ich werde wirklich gnadenlos auf jeden einzelnen Band und auf jeden einzelnen Aspekt eingehen. Völlig egal, ob es nun ein Spoiler ist oder nicht. Denn ja, ansonsten wäre meine Interpretation halt nicht standhaft. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir mit dem eigentlichen Video losgehen, frische ich erstmal euer Gedächtnis auf und kläre, worum es in Green Garden überhaupt geht. Green Garden spielt in einem Land, wo eine sehr alte und mystische Art von Energie genutzt wird, die zwar sehr stark ist, aber sie hat einen gewaltigen Haken, denn sie verursacht bei sehr vielen Menschen starke Albträume, die teilweise sogar so schlimm sind, dass die Menschen sich sogar selbst umbringen. Und die Protagonistin Mai fängt auch langsam an, solche Albträume zu kriegen. Und weil ihre Mutter sich vor vielen Jahren wegen dieser Albträume selbst umgebracht hat, beschließt sie Hilfe zu suchen bei einer sogenannten Traumwerkstatt. Dort erfährt sie sehr viel über die Energie und was damit so alles verbunden ist, woraufhin sie beschließt, die Energie endgültig zu vernichten und die Menschen, die unter ihren Albträumen leiden, damit zu helfen. Der erste Aspekt, in dem ich meine Interpretation etwas stützen möchte, ist so ziemlich das Worldbuilding und auch die Gesamtatmosphäre. Wenn man sich einmal diese Stadt ansieht, wo die ganzen Leute und Mai so leben, dann wird man sehr schnell feststellen, dass diese Stadt ziemlich abgeschottet wirkt. Denn wirklich der einzige Ort, den sie außerhalb der Stadt jemals betreten haben, war dieser Wald um die Stadt. Aber sie haben nie eine andere Stadt besucht oder gar ein anderes Land oder so. Die ganze Geschichte spielt wirklich nur in dieser Stadt. Maximal in diesem Wald um den Stadt, aber nie haben sie den Wald mal verlassen und gesehen, was außerhalb da ist. Und generell wirkt diese Stadt irgendwie ziemlich abgeschottet, fast so als wären die Menschen dort gefangen, würde ich sagen. Aber auch die Atmosphäre stützt dieses Argument sehr, denn die meiste Zeit spielt Green Garden irgendwie in der Nacht. Es gibt natürlich auch einige Szenen, die bei Tag spielen, wie beispielsweise in Rückblenden oder bei ein, zwei Szenen in der Gegenwart, aber die meiste Zeit spielt Green Garden wirklich nur nachts. Und diese Nacht wirkt auch teilweise ziemlich, ich würde schon fast sagen, seltsam und mystisch. Es hängt halt schon mit diesen Kugeln an, die in der Luft herumfliegen und auch diese Sternchen und diese Gesamtatmosphäre. Natürlich kann man argumentieren, okay, diese Kugeln, die sind höchstwahrscheinlich dazu da, um diese Energie halt zu verarbeiten oder die Stadt damit zu versorgen. Das Seltsame ist aber, bei all den Szenen, die tags spielen, sind diese Kugeln am Himmel überhaupt nicht vorhanden. Diese Kugeln sieht man wirklich nur bei nachts. Was schon sehr seltsam ist. Daraus könnte man schon feststellen, dass es eine Traumwelt ist, weil das wirkt einfach nicht wie die normale Welt. Es wirkt viel eher träumerisch und fast schon mystisch, was mein Argument ziemlich stark stützt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich mir nochmal genauer angesehen habe, ist diese mystische Energie. Im zweiten Band von Green Garden wurde schon von dem ersten Traumfänger erklärt, dass diese Energie eine Art Materialisierung der negativen Emotionen der Menschen ist und sich von diesen auch nährt und dadurch immer mehr an Kraft gewinnt. Und das wiederum hat ja auch zur Folge, dass die Menschen von diesen Emotionen teilweise zerfressen werden, ihnen Energie geraubt wird und dann deswegen auch sehr viele Menschen nicht mehr schlafen können, Albträume kriegen und sich sogar deswegen auch das Leben nehmen. Und ab dem Punkt könnte man sagen, okay, aber was hat das jetzt mit dem Argument zu tun, dass es eine Traumwelt ist? Nun, das liegt nämlich daran, der Rabe, der wirkt in diesem Manga auch manchmal so ein bisschen komisch, weil er und Mai reden irgendwie sehr oft aneinander vorbei. Jedes Mal, wenn sie denkt, diese Energie verstanden zu haben, erklärt er ihr, nein,
Hast du nicht. Du hast einen wichtigen Aspekt übersehen. Und das könnte eben die Tatsache sein, dass diese Energien nicht nur die negativen Emotionen der Menschen sind, sondern auch die Seelen der Menschen als solche. Denn wenn man sich mal darüber nachdenkt, was genau ist diese Energie und warum wird sie ausgerechnet von den negativen Emotionen der Menschen gestärkt? Das könnte nämlich daran liegen, dass all die Menschen, die in dieser Traumwelt leben, ihnen auch die eigene Energie und Lebenskraft abgezapft wird und sich eben daraus diese Energie bildet. Und weil eben einige Menschen eher schwachere Lebenskraft haben oder von denen eben mehr Energie gezogen wird, kommt es eben dazu, dass sie eben in diesen zombieartigen Zustand geraten und sich sogar auch eben das Leben nehmen, weil sie eben keine Lebenskraft mehr haben oder auch eben keine Lebensfreude. Und hier könnte man jetzt nochmal sagen, okay, aber wenn es jetzt eine Traumwelt ist, wie kommt es dann, dass dann Menschen sterben können? Und hier ist der Clou, können sie eben wahrscheinlich nicht. Es sterben zwar natürlich Charaktere in Green Garden, wie zum Beispiel Mais Mutter eben, aber das, was ja sehr viele am letzten Band verwirrt hat, war eben, dass Mais Mutter am Ende plötzlich wieder da war. Sie war am Leben, war quicklebendig, war mit unserer jetzigen Erwachsenen, also in Anführungszeichen Erwachsenen Mai, und ja, es wirkte so, als wäre überhaupt nichts Schlimmes passiert. Hier habe ich es nämlich so interpretiert, die Menschen, die in dieser Traumwelt sterben, sie sterben gar nicht wirklich, sondern sie werden dann quasi in ihr Unterbewusstsein befördert, wo sie zwar in einem Art Todeszustand sind, aber im echten Leben gar nicht tot sind. Ihr Unterbewusstsein wird dann einfach nur irgendwo quasi gelagert oder transferiert, wo sie eben nicht mehr in der Traumwelt interagieren können, weil in der Traumwelt sind sie zwar gestorben, aber im echten Leben sind sie alle noch quicklebendig. Und das hat schon ein bisschen gedauert, das zu interpretieren, weil kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, aber das war so ziemlich meine Ansicht. Das bringt uns auch zum nächsten Punkt, nämlich der Green Garden, die Traumfänger und auch die Fähigkeiten von Mai. Im zweiten Band wurde nämlich von dem Traumfänger erklärt, dass die Traumfänger über eine reine und unbefleckte Seele verfügen, mit der sie in der Lage sind, diese Energie zu kontrollieren. Und der Green Garden ist letztendlich eine Metapher für eine reine und unbefleckte Seele, die einem die Macht gibt, diese Energie vollständig zu kontrollieren. Und Mai in dem Fall trägt so gesehen diesen Green Garden in sich. Sie selber hat nämlich eine vollkommen von Hass und negativen Emotionen befreite Seele, die ihr die Macht verleiht, vollständig über diese Energie zu herrschen. Aber es wird da auch noch gesagt, dass ihr etwas fehlt, um diese Kraft wirklich zu entfalten. Der Traumfänger sagt nämlich, dass sie noch nicht hundertprozentig von dieser Energie befreit ist oder dass ihr einfach irgendetwas fehlt, um ihre Kräfte zu entfalten. Heißt also, die Traumfänger und Mai verfügen also in dieser Traumwelt, wenn also meine Interpretation richtig liegt, die Fähigkeit über diese Energie, also einen Aspekt aus diesem Traum, zu herrschen und diesen zu kontrollieren. Und dabei ist mir eine bestimmte Sache dann in den Sinn gekommen, nämlich luzides Träumen. Einmal für diejenigen, die nicht wissen, was luzides Träumen überhaupt ist. Luzides Träumen ist eine Art seltener Schlafzustand, bei dem man in seinem eigenen Traum in der Lage ist, diesen zu kontrollieren und wirklich alles darin zu machen, was man der eigenen Vorstellungskraft zumuten kann. Es gibt aber für das luzides Träumen einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, weshalb dieser Zustand auch sehr, sehr, sehr selten ist. Denn um luzides Träumen hervorzurufen, muss man sich in seinem eigenen Traum bewusst werden, dass man sich in einem Traum befindet. Und das hervorzurufen ist eben verdammt schwierig. Heißt also im Grunde genommen, dass die Traumfänger und auch Mai alle Menschen sind, die über eine Art abgeschwächte Version des luziden Träumenverfügens und eben deshalb in der Lage sind, diese Energie, also einen Aspekt aus dieser Traumwelt, zu kontrollieren und zu manipulieren. Jetzt kommen wir zum Aspekt, der so ziemlich die meisten Fragezeichen bei Green Garden hervorgerufen hat, nämlich das Ende. Und da muss ich auch noch einen weiteren Punkt erklären, warum ich vermute, dass es alles eine Traumwelt ist. Denn es wurde ja auch noch erklärt, dass diese Energie eben genutzt wurde, weil das Land, in dem sich die Charaktere befinden, eine lange Zeit unter sehr schwerer Armut gelitten hat. Und als sie dann diese Energie entdeckt haben, waren sie wieder auf einem guten Diskurs, hatten dann sehr viel an Macht, an Energie, Geld und waren wieder auf einem sehr guten Kurs. Doch dann ist dann halt die Frage, wie sind sie an diese Energie überhaupt gekommen, beziehungsweise wie erntet man diese überhaupt? Ich habe ja schon vorhin erklärt, dass ich ja vermute, dass diese Energie eine Art Materialisierung der Lebenskraft der Menschen ist und sie diese deswegen abzapfen. Was auch der Grund ist, warum die Menschen sich da auch umbringen oder eben Albträume erleiden. Doch da ist jetzt halt die Vermutung, okay, und was hat das alles mit einer Traumwelt zu tun? Ich vermute einfach mal, eben die Art und Weise, wie diese Energie abgezapft wird, ist einfach, dass eben alle Menschen aus diesem Land, oder zumindest die meisten,
in eine Art ewigen Schlaf versetzt werden und dann eben von da aus diese Energie abgezapft wird. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen am Ende, wie zum Beispiel durch den Aspekt, dass eben die Mutter von Mai wieder auftaucht oder auch, dass sie anscheinend alles vergessen haben, was da überhaupt passiert ist. Denn sie gehen durch dieses Tor, auf einmal sind sie wieder in der normalen Welt und anscheinend wirkt es so, als wäre nie irgendetwas passiert. Alle sind fröhlich, happy, die Mutter ist am Leben, Mai ist glücklich, happy end. Aber da ist halt die Frage, aber was ist dann mit all den Ereignissen passiert und inwiefern hat das mit dieser Traumwelt jetzt eigentlich zu tun? Ihr alle habt doch bestimmt mal diesen Vorfall gehabt, dass ihr mal aufgewacht seid und euch überhaupt nicht mehr an einen Traum erinnern könnte. Das passiert halt wirklich sehr, sehr, sehr oft. Und ich habe da einfach mal die Vermutung, oder zumindest das ist ein Aspekt, bei dem ich glaube, dass es meinen Standpunkt nochmal erläutern könnte. Alle Menschen, die durch das geöffnete Tor wieder aufgewacht sind, haben dann die Zeit in der Traumwelt einfach vergessen. Denn, ja, wie schon gesagt, es kommt sehr oft vor, dass Menschen beim Aufwachen ihre Träume vergessen. Selbst kurz nach dem Aufwachen oder nach einer Weile wird es halt sehr schnell vergessen. Und deswegen können sich die Menschen auch nicht mehr an die Vorfälle in dieser Traumwelt erinnern. Außerdem ist ja noch ein weiterer wichtiger Punkt, der angesprochen werden muss, nämlich wie lange befinden sich dann die Menschen überhaupt in dieser Traumwelt? Denn Mais Mutter hat sich ja schon umgebracht, als Mai ein kleines Mädchen war. Heißt also im Grunde genommen, dass die Menschen wirklich sehr, sehr viele Jahre in dieser Traumwelt gefangen gewesen sein müssten. Und es wurde ja auch schon gesagt, diese Energie wurde ja vor sehr vielen Jahren entdeckt. Das würde dann wiederum heißen, dass die Menschen auch schon seit sehr vielen Jahren in dieser Traumwelt sind. Natürlich sind da auch einige Aspekte, die sich dann wieder mit dem Ende widersprechen. Zum Beispiel, warum sind dann die Menschen alle in einem guten gesundheitlichen Zustand? Weil wenn man so lange schläft, muss ja der Körper ziemlich abgemagert sein. Und trotzdem erinnert sich niemand an die ganzen Vorfälle. Und außerdem, warum wird dann anscheinend nie groß drüber geredet? Denn allen Charakteren scheint es gut zu gehen und es wird irgendwie nie wirklich erwähnt über ganzen verrückten Sachen, die in Green Garden passiert sind oder die ganzen Abenteuer und Ereignisse. Das Ganze wird dann einfach irgendwie vergessen. Natürlich gibt es halt sehr viele Aspekte, die sich mit meiner Argumentation und meiner Interpretation ziemlich widersprechen, aber im Großen und Ganzen könnte man eigentlich sagen, dass die Interpretation schon etwas schlüssig ist. Fassen wir also meine Interpretation zusammen. Die gesamte Welt von Green Garden ist meiner Meinung nach eine einzelne Traumwelt, wo viele Jahre lang Menschen in einer Art ewigen Schlaf versetzt wurden, von der aus dann diese Energie von ihnen abgezapft wird, was im Grunde genommen eine Form ihrer Lebenskraft und Energie ist. Und die Traumfänger und Mai sind dann so gesehen Menschen, die über die Fähigkeit des luziden Träumens verfügen und eben damit die Fähigkeit besitzen, diese Energie zu manipulieren und zu kontrollieren, weil mit luzidem Träumen kann man Träume selber beeinflussen. Und der Grund, warum am Ende sich niemand wirklich an die ganzen Ereignisse erinnern konnte und warum Mais Mutter auf einmal am Leben war, lag nämlich deshalb, weil Mais Mutter und auch viele andere Charaktere, die wohl Selbstmord begangen haben, nie wirklich tot waren, sondern in dieser Traumwelt in einer Art Standby-Zustand versetzt wurden und im echten Leben eigentlich noch wirklich am Leben waren. Und der Grund, warum sich niemand erinnern konnte, lag nämlich deshalb, weil man eben nach dem Aufwachen sich gar nicht mehr an seine Träume erinnern kann. Natürlich gibt es halt, wie gesagt, auch einige Aspekte, die noch Fragen aufwerfen. Wie zum Beispiel halt, naja, warum hat dann irgendwie niemand irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Warum kann sich dann niemand an diese vielen Jahre erinnern, wenn die wirklich so lange in dieser Traumwelt gefangen gewesen sind? Und warum erzählt niemand darüber? Tja, das kann ich auch nicht so genau sagen, aber wenn man sich halt die meisten Stichpunkte und Argumente ansieht, bin ich, glaube ich, schon auf einem richtigen Weg. Aber, naja, nicht jede Interpretation ist lückenlos. Mich würde aber natürlich noch interessieren, wie habt ihr das Ende von Green Garden interpretiert oder wie habt ihr es verstanden? Schreibt es gerne mal unten rein. Und mich würde auch interessieren, wie gut fandet ihr meine Analyse und Interpretation? Also, ich bin zwar an sich gut im Interpretieren und Analysieren, aber Green Garden war da ein etwas schwierigerer Fall. Aber ja, ich hoffe mal, dass ich den Nagel ansatzweise auf den Kopf getroffen habe. Also, Rosan Joscoon, wenn du das siehst, dann bitte sag mir, wie gut meine Interpretation war. Aber nein, egal. Ich würde dann ansonsten sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, sayonara!